So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen. Mal wieder unterwegs für euch. Und wo? Natürlich auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt in Fredenbaum. Das ist der Eingang. Was hier alles neu ist, das möchte ich euch gerne zeigen. Und deswegen kommt mit. So, wie ihr seht, ist das hier die Verkaufsmeile, wo die schönen kleinen Stände sind. Da hinten ist der See. Es geht jetzt hier komplett rum. Es ist schön beleuchtet alles. Richtig krass und klasse. Und ja, es ist mal wieder was ganz anderes hier durchzuflanieren, sag ich mal. Und ja, okay, da oben, das Licht passt nicht. Also nicht. Jetzt okay. Und ihr hört schon auf der anderen Seite richtig coole Musik, Seemannsmusik. Es ist wieder richtig interessant hier rumzublicken, die Lichter. Alles schön, jetzt beginnt hier auch eine kleine Musiksession. Mit Dudelsack und Co. So, und wie ihr seht, kommen wir jetzt in Drachengebiet. Die sind aus Metall. Wir stehen hier komplett. Überall, wo das rote Licht ist, auch da hinten in den Bäumen, geht das überall weiter. Die sehen einfach nur kurios aus. Ihr seht es. Der hier sieht mächtig gut aus. Schaut mal. Richtig heftig. Die passt wunderbar dazu, wie ihr seht. Überall die kleinen roten Laternen, das passt wirklich. Gehen wir erstmal zu denen hin. Oder die, das sind ja mehrere, ihr seht es. Und da hinten ist jetzt ein größerer, auf den Flügel so auseinandergebreitet. So, und jetzt sind wir an den See angekommen, wie ihr seht. Wir warten jetzt erstmal auf die anderen. Und da hinten schwimmt ein Hai. Schön beleuchtet, ihr seht es selber. Aber wir fixieren uns jetzt mal auf den Hai. Der Pirat läuft auch hier vorne her. Da hinten ist ein Schiff. Das sieht man jetzt bei das Licht nicht mehr so, weil es ziemlich dunkel ist. Hier vorne hat er so ein Art Ruderboot in Mauer. Macht
ist immer wieder richtig schön, mal hier durchzulaufen. Durch die ganzen Lichter. Ich muss sagen, für die 12 Euro Eintritt, ja, man kriegt ein paar Dinosaurier, einen Drachen meine ich natürlich, aus Metall und Holz zu sehen, ein paar Live-Musikbühnen, ein Wal habt ihr ja gesehen und sonst zu 80% nur Getränke und Essstände. Aber trotzdem ist es ja richtig schön, alles so zu sehen. Da hinten ist der Wal hier. Ich werde mir jetzt noch etwas trinken und dann nach Hause gehen. Und das war jetzt ein Fazit von dem Lichterweihnachtsmarkt in Friedenbaum, Dortmund 2022. Es ist wirklich angenehm. Und voll. Und ihr hört es auch. Überall Live-Musik. So, und das war es jetzt von hier aus. Ich wünsche euch natürlich eine frohe, friedvolle und gesunde Weihnachtszeit. Und wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.